Wir stehen hier heute mit Dr. Reinschmidt, dem Zoodirektor vom Zoo Karlsruhe. Und wir haben viel Feedback auf die letzten zwei Videos bekommen und vor allem sehr viele auch kritische Fragen zum Thema Artenschutz. Und da wollten wir einfach nochmal zu einsteigen. Man hatte im letzten Video gesehen, wie der Eisbär hier sozusagen stereotypisch im Kreis läuft. Und da hatten viele gefragt, ist das noch Artenschutz? Und die ganzen Fragen, wo fängt Artenschutz an? Kann man überhaupt artgerechten Artenschutz umsetzen als Zoo? Mhm. Oder geht nur die freie Wildbahn? Es gab ja auch die Extremmeinungen jetzt auf YouTube. Und da haben wir versprochen, wir gehen noch mal ins Gespräch und haken natürlich noch mal nach. Und Sie haben sich natürlich gern darauf eingelassen und das freut uns. Natürlich gerne. Nehme ich da Stellung dazu. Wir haben eine Eisbärenhaltung, das ist schon lange Tradition in unserem Zoo. Und wir haben zwei Eisbären derzeit. Ein Weibchen, das Weibchen und das Männchen sind derzeit getrennt. Die sollen nicht miteinander sich vermehren. Das hat einfach genetische Gründe. Wir haben ein internationales Zuchtbuch, bei dem wir uns beteiligen mit unseren Tieren. Insgesamt gibt es 121 Eisbären in Europas Zoos. Das ist eine ganz kleine Zahl. Und wenn man die eben in die nächsten Generationen bringen will, dann muss man gucken, dass sich nicht ein Pärchen ganz stark vermehrt und andere gar nicht, sondern dass man eine ausgeglichene genetische Basis hat, dass jeder seine Gene in die nächste Generation weiterbringt. Und da ist unser Weibchen überrepräsentiert und deswegen soll das nicht züchten. Unser Männchen hingegen, das ist der Cap, der ist absolut wertvoll. Der hat sich bisher erst einmal reproduziert. Der war jetzt ausgeliehen von Karlsruhe nach Hamburg, hat dort ein Jungtier bekommen, beziehungsweise sein Weibchen, er ist ja der Mann. Und der darf in Zukunft auch nochmal reproduzieren, wenn wir dann ein genetisch wertvolles Weibchen bekommen, was auch schon vorgesehen ist, aber was im Moment noch nicht absehbar ist, wann die Konstellation sich dann ergeben wird. Und insgesamt haben wir 26.000 Eisbären. Das ist der weltweite Bestand noch, den es in der Natur gibt. Und die 121, die wir hier haben, und dann können Sie nochmal 40 dazu rechnen, wie andersweitig weltweit gehalten werden. Das ist der Weltbestand in den Zoos, in den zoologischen Gärten. Das ist eine genetische Reserve. Und unsere Verantwortung ist es einfach, diese Tiere so zu erhalten, weiter zu züchten, dass wir da eben für den Fall, dass sie beispielsweise in der Natur aussterben, völlig weg wären, dass man da zumindest noch eine genetische Reserve hat. Und es sieht nicht gut aus mit den Eisbären. Die Prognosen, die lauten für die nächsten 30 Jahre einen Rückgang von weiteren fast 40% der Eisbärpopulation. Und 40 Jahre, was ist das in der Evolution? Wenn man die nächsten 100 Jahre rechnet, 200 Jahre, dann sind sie vielleicht ganz weg. Und wir wollen mit unserer Tierhaltung einfach dafür einstehen, dass wir diese Tiere erhalten. Was macht die Eisbären da so genetisch wertvoll? Also haben wir jetzt oft genetisch wertvoll gesagt. Genetisch wertvoll ist einfach deshalb das gemeint, dass diese Gene noch nicht in der Population verankert sind. Mhm. Wenn Sie jetzt ein Eisbärpärchen haben, ich will mal ein ganz einfaches Beispiel machen, das 10 Jungtiere hat, dann sind alle Gene dieser Eisbären da in der Population gut verankert. Wenn die jetzt aber überhaupt noch gar keine Nachzuchten haben oder erst eine, dann ist eben nur ein Teil der Gene auch verankert. Und wir haben sogenannte Foundertiere, das ist ein bisschen Fachbegriff, aber Foundertiere sind Gründertiere einer Population. Das sind meistens die Tiere, die ursprünglich aus der Natur kamen und die nennt man Foundertiere. Und die sollten sich natürlich alle vermehren, aber nicht überproportional, dass es aus einem Pärchen ganz viele gibt und aus dem anderen so gut wie nichts. Sondern wir müssen gucken, dass die Gene gleich verteilt sind. Und wäre sowas auch in freier Wildbahn möglich? Ja, in der freien Natur, da ist es ja ein Austausch von Tieren. Die nennt man immer Foundertiere. Da kommt es eigentlich auch nicht zur Inzucht, weil es entsprechende Regularien oder Dinge gibt, die halt dafür sorgen, dass die Tiere neue Habitate suchen, dass sie sich eben auch irgendwo anders ansiedeln, dass sie sich eben nicht mit den eigenen verwandten Tieren dann auch verpaaren. Jetzt ist sozusagen, man hat die Zucht in den Zoos, hat man auch Zuchten in der freien Wildbahn oder ist das Nein, zu schwierig? Das ist ein ganz anderer Begriff. Ja. Zucht heißt immer in Menschenobhut. Mhm. Wir züchten, wir tun ja gezielt Tiere miteinander zusammenbringen, damit sie sich vermehren. In der Natur ist es normale Vermehrung. Mhm. Kann man solche Eisbären dann auch auswildern irgendwann? Unser Ziel ist es nicht, Eisbären auszuwildern, sondern die Population im Menschenobhut so zu züchten, dass wenn es notwendig werden würde, Eisbären auszuwildern, dass wir dann die entsprechenden Tiere haben. Wir haben
zig Beispiele in unseren Zoopopulationen, wo das schon der Fall ist. Beim Eisbär wäre das jetzt noch nicht der Fall. Wir haben ja noch 26.000 Eisbären in der Natur. Aber wir züchten jetzt schon eine Reservepopulation, damit, wenn der Fall mal eintreten würde, dass dann die Tiere auch entsprechend da sind. Können Sie den Zuschauern noch was sagen zu dem im Kreislaufen von dem Eisbären aus unserem letzten Video? Wenn ein Eisbär stereotype Verhaltensweisen zeigt, das heißt, er läuft mehrmals im Kreis, dann ist das ein Verhalten, das meistens in der Jugend schon antrainiert wurde. Und unser Eisbärweibchen hat dieses Verhalten schon mitgebracht, als es zu uns kam. Und das ist dann auch wieder ganz einfach aus diesem Verhalten rauszuholen, indem jetzt der Pfleger kommt, was füttert oder einen anderen Reiz setzt, dann kann das sofort wieder sich ganz anders verhalten und dann auch laufen. Es ist bei so einem Kreislaufen auch so eine gewisse Abreagierung von Kräften. Ich vergleiche das immer gerne mal mit dem Fitnessstudio. Gucken Sie mal die Menschen an, die da auf dem Laufband stehen. Machen auch die exakt gleichen Bewegungen über halbe Stunde. Und deswegen ist der Mensch nicht blöd, deswegen ist der Eisbär nicht blöd, sondern das sind einfach ist Training auch von Verhalten und von Bewegung. Wie wird mit der Frage umgegangen, große Tiere sozusagen im Zoo auszustellen als Besuchermagnete? Ist das noch zeitgemäß? Also die Tierpräsentation im Zoo hat nichts mit der Größe der Tiere zu tun. Wir müssen versuchen, die Bedürfnisse der Tiere zu erfüllen. Dann können Sie fast jedes Tier in einem Zoo ausstellen. Es muss einfach eine tiergerechte Unterbringung der Tiere gewährleistet sein, ob das jetzt ein kleines Mäuschen ist oder ein großer Elefant. Die Tiere brauchen natürlich entsprechend Platz, dass sie sich ausleben können, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden. Und dann können Sie fast jedes Tier halten. Jetzt hat man ja aber zum Beispiel die Entscheidung getroffen, als der Löwe gestorben ist, keine neuen Löwen nach Karlsruhe zu holen. Ja, die Entscheidung habe ich getroffen, weil das jetzige Gehege einfach nicht mehr tiergerecht war. Ich selbst bin jetzt so alt, bin 59 Jahre alt, dass ich bei der Eröffnung dieses Löwengeheges damals in den 80er Jahren sogar dabei war. Und damals war das eben ein neues Gehege und es wurde gefeiert. Das war damals eben der Zeitgeist, der dieses Gehege dann als gut empfand. Und damals habe ich das auch toll empfunden. Heute ist es 30 Jahre später einfach nicht mehr groß genug für die Löwen. Es war damals genauso groß wie heute, aber die Erkenntnisse in der Löwenhaltung haben sich so geändert, dass man heute in dieser Größe die Löwen nicht mehr halten würde. Und ich habe jetzt hier in Karlsruhe in unserem Areal nicht den Platz, eine große tiergerechte Löwenhaltung zu installieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen die Löwen auslaufen. Das war jetzt die älteste Löwin Deutschlands oder Europas, muss man schon sagen, mit 24 Jahren. Und als die jetzt starb letztes Jahr, haben wir gesagt, wir holen für dieses kleine Gehege auch keine Löwen mehr her. Sie haben ja auch einen Strategiewechsel vorgenommen, also Tiere, die man früher mal, wie den Schimpansen Benny, aus freier Wildbahn geholt hat. Klar, um die kümmert man sich ja auch weiter, man hat ja da Verantwortung. Gleichzeitig, neue Tiere stammen ja eigentlich nicht mehr aus der freien Wildbahn, sondern wie jetzt bei den Elefanten von Zirkussen und oder als Altersresidenz. Ist das so ein kompletter Wandel, den der Zoo auch da durchgemacht hat oder durchmacht? Die Entwicklung der Zoos zeigt das auf. Also das ist es wieder das Schöne an meinem Alter, dass ich fast 60 Jahre alt bin und auch die Zoos seit über 40 Jahren begleite und weiß, wie es vor 40 Jahren war, wie es dann sich weiterentwickelt hat. Und eben vor über 40 Jahren, vor 50 Jahren hat man Tiere noch oft draußen in der Natur gefangen, hat sich der Natur bedient, hat die einfach in den Zoo gebracht, hat die ausgestellt. Ich sage immer gerne, wenn der Zoo noch so wäre wie vor 40 Jahren, als ich mein Praktikum hier gemacht habe, dann würde ich heute mich für die Schließung des Zoos einsetzen. Aber ich bin jetzt in der Position des Zoodirektors. Ich kann hier wirklich eine Wandlung des klassischen Zoos in ein aktives Artenschutzzentrum vorantreiben. Und genau das ist meine Aufgabe. Auch den Wandel der Tierarten, die wir hier haben, eben voranzutreiben. Wenn Sie sehen, dass als ich vor 8 Jahren kam, hatten wir etwa 40 Zuchtprogramme, mit denen wir uns in internationalen Zuchtprogrammen mit unseren Tieren begleitet haben. Heute sind es über 90. Also mehr als verdoppelt haben wir diese Anzahl von bedrohten Tierarten innerhalb des Zootierbestandes. Und diesen Weg haben wir jetzt eingeschlagen. Wir sind auf einem Weg, aber da ist noch lange nicht zu Ende. Ich gehe auch noch nicht in Rente.
Jetzt hat man ja Arten wegen dem Artenschutz geholt oder auch den, um den Arterhalt zu sichern. Wenn der jetzt gesichert wäre und man sagt, in der freien Wildbahn gibt es eigentlich schon genug, würde man dann auch sagen, okay, dann brauchen wir diese Art nicht mehr im Zoo? Sie wissen ja nie, wie sich die Bestände in der freien Natur oder in der Natur draußen entwickeln. Das kann heute ganz gut sein und in ein paar Jahrzehnten schon wieder ganz anders sein. Das sehen wir ja in Entwicklungen einfach. Und wir konzentrieren uns auf bedrohte Arten. Da gibt es, weiß Gott, genug zu tun. Wir haben über 10.000 Wirbeltierarten, die heute in einem der Kategorien der Bedrohungsfaktoren auf der roten Liste stehen. Also da gibt es genügend Tierarten, für die es einfach wichtig ist, dass wir Zuchtprogramme machen. Im Hintergrund hören wir immer mal einen Kakadus schreien, das sind die Orangehauben-Kakadus. Das ist so ein tolles Beispiel. Diese Tierart war vor ein paar Jahrzehnten noch zu Tausenden weggefangen worden von der Insel Sumba auf Indonesien. Ist eine Insel, da kommt diese Art vor und sonst nirgendwo. Jetzt hören wir sie gerade wieder. Und ja, die sind in vielen Wohnzimmern gelandet. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, dass diese Tiere da gefangen werden dürfen. Aber wie viele haben überlebt? Knapp 500. Was sind 500 der letzten Exemplare einer Art? Es ist gar nichts. Deswegen haben wir uns beispielsweise hier in Karlsruhe entschlossen, für diese Art auch eine Zuchtstation zu bauen. Die ist backstage, sieht keiner. Aber da züchten wir diese Tiere ganz systematisch, dass wir da einfach eine Reserve anschaffen. Und ich habe überall die Tiere zusammengesammelt aus Zoos, wo sie nach Einzel saßen, von Privatleuten gesagt, wir nehmen die Tiere auf. Wir haben inzwischen 16 Tiere von dieser Art. Haben wir noch die ersten 5 Junge, im letzten Jahr 2, dieses Jahr 3. Also da bauen wir jetzt systematisch für diese Tierart so eine Reservepopulation auf. Und so muss man es mit ganz vielen Arten machen. Und das ist ein ganz spannendes Feld. Und ich denke, wir sehen auch bei unseren einheimischen Tieren, wir müssen nicht immer in die Welt rausgehen, dass da ein großer Bedarf ist. Wir haben beispielsweise Anfragen vom Regierungspräsidium bekommen im letzten Jahr. Da haben wir angefangen mit Moorfröschen. Der Moorfrosch ist so ein Beispiel der einheimischen Fauna. War vor ein paar Jahrzehnten noch über ganz Deutschland verbreitet, ist total im Rückgang begriffen. Wir haben in ganz Baden-Württemberg noch 2 Populationen, eine im Landkreis Karlsruhe. Und da hat man uns gefragt, ob wir nicht den Laich nehmen könnten und eben die kleinen Frösche oder die Kaulquappen zum Entwickeln bringen und dann die Frösche wieder aussiedeln. Und genau das haben wir gemacht. Im letzten Jahr haben wir Laichballen bekommen von den Freilandbiologen übers Regierungspräsidium. Die haben wir aufgezogen und haben 200 kleine Moorfrösche letztes Jahr wieder zurückbringen können in die Natur. In diesem Jahr waren es schon 650. Also das ist ein Projekt, was wir auch gerne, wo wir gerne unsere Expertise auch zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, so einen zoologischen Garten zu haben. Wir haben die Menschen, die sich mit Tierhaltung, mit Tierzucht beschäftigen und das auch können, professionell können. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Und diese Expertise, die hat man nicht, wenn man nur im Freiland die Tiere beobachtet oder dort versucht zu schützen. Wir müssen auch diese Möglichkeit der Zucht einfach heute in dieses komplette Programm der Erhaltung von Arten mit einbeziehen. Und nichts passt besser wie der zoologische Garten für sowas. Wir haben auch noch nie Moorfrösche beispielsweise aufgezogen, aber ganz viele kleine Pfeilgiftfrösche, andere Amphibienarten. Also bei uns ist die Expertise für solche Tierhaltung auch da. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch eine ganz große Vielfalt von Tieren haben, damit, wenn es dann irgendwo ein Problem gibt, wir auch helfen können. Gibt es auch Tierarten, die man nicht wieder auswildern kann? Ich könnte mir derzeit keine vorstellen, wenn man die entsprechend vorbereitet, diese Tierarten. Man muss sie erstmal so halten, so züchten, dass sie natürlich ihre natürlichen Verhaltensweisen haben und dann entsprechend vorbereiten. Bei dem einen ist es komplizierter, bei dem anderen ist es weniger kompliziert. Ein kleines Fröschlein, den können Sie so hopsen lassen, der wird sich zurechtfinden. Aber je höher entwickelt die Tierarten sind, je komplizierter wird das. Das sehen wir an unserem Beispiel mit den Menschenaffen, mit den Orang-Utans. Das ist ja auch ein Projekt, was wir in Indonesien, in Borneo unterstützen. Willy Smith ist einer der größten Menschenaffen Schützern, die wir haben auf unserem Erdball. Da hat schon über 500 Orang-Utans, die beschlagnahmt waren, aufgezogen und wieder ausgewildert. Und gerade so ein Orang-Utan, Sie müssen sich vorstellen, da wird so ein kleines Orang-Utan-Baby mit einem Jahr irgendwo beschlagnahmt. Und dann, was machen Sie? Die können Sie nicht auswildern.
So ein kleiner Orangutan müssen Sie 7 Jahre lang pflegen, müssen den aufziehen, in der Gruppe sozialisieren, dass es ein richtiger Orangutan wird, dass der auch fähig ist, in der Natur zu überleben. Und alleine können Sie den auch nicht auswildern. Dann gibt es Gruppen mit 5, 6, 7 Tieren, die gemeinsam in so einer Jugendgruppe dann ausgewildert werden. Und wenn man es richtig macht, dann, glaube ich, kann man fast jedes Tier wieder zurückbringen. Ja, vielen Dank auch für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Wer mehr hören möchte zum Thema Zoo, der kann gerne ins Exotenhaus kommen, denn da läuft eine Veranstaltungsreihe mit Ihnen, vielen Expertinnen und Experten mit dem Zoo, vom Zoo und mit dem KIT, in Kooperation mit dem KIT. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal.